Warum ist Gellert Grindelwald mächtiger als Lord Voldemort? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Gründe sprechen, warum Grindelwald mächtiger ist als Voldemort. Mächtiger bedeutet nicht immer stärker, aber es kann bedeuten, dass er rundum besser ist. Jetzt weiß ich, dass die Hälfte von euch wahrscheinlich sagen werden, was, niemals. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass Gellert Grindelwald mächtiger ist als Lord Voldemort. Ich glaube wirklich, dass wir das Beste von Voldemort gesehen haben. Wir kennen seine Vorgeschichte, wie er die Macht erlangt hat, warum er sie haben wollte, welche Zaubersprüche er benutzt und die Richtung, in die er ging und gehen würde, um seine Ziele zu erreichen. Er wurde in den Büchern begonnen und vollendet und deshalb halte ich ihn für einen sehr starken und mächtigen Zauberer. Aber Grindelwald hat noch mindestens zwei weitere Filme vor sich. Seine Geschichte hat in den Büchern begonnen, wird aber auf der Leinwand zu Ende gebracht. Und nach dem, was wir bisher gesehen haben, ist er in meinen Augen definitiv mächtiger. Ich habe bereits gesagt, dass die Macht allein einen Menschen nicht zu einem stärkeren Zauberer macht. Es braucht eigentlich sehr viel mehr als das. Versteht mich nicht falsch, immens stark zu sein hilft natürlich sehr, wobei Voldemort sicherlich das ideale Beispiel ist, aber es gibt noch einige andere Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man den Dunklen Lord mit Gellert Grindelwald vergleicht. Voldemort war machtbesessen und bei ihm hieß es entweder mächtig oder dein Leben ist nur der Schwäche würdig. Voldemort war immer nur mit sich selbst beschäftigt. Er war davon besessen, den Tod zu überlisten. Das war sein Hauptziel und seine größte Angst, denn der Tod machte ihm sehr große Angst. Erst als Voldemort seinen ersten Horcrux schuf und die Unsterblichkeit erlangte, war dies eine große Schwäche in seinem Charakter. Das ist wahre Arroganz. Zu wissen, dass er nicht sterben kann, machte ihn gefährlich, weil er sich unsterblich fühlte. Aber das entsprang nur seiner Unsicherheit. In dem Moment, als Voldemort wusste, dass seine Horcruxe in Gefahr waren, richtete er seine ganze Aufmerksamkeit darauf, Harry zu töten und beachtete nichts anderes in seiner Umgebung. Alles andere war unwichtig, er bekam Angst, weil sein Leben nun in Gefahr war, während Grindelwald absolut furchtlos war. Es war ihm egal, ob er für seine Sache starb. Er setzte sich offen in Gefahr, weil er wirklich an das glaubte, was er tat. Das ist der Unterschied zwischen den Kampagnen der beiden Männer. Grindelwalds Leben war es ihm wert, es zu verlieren, weil er das große Ganze verstand. Er war weitaus aufgeschlossener und konnte besser in die magischen Geheimnisse eindringen. Er verstand zum Beispiel die Funktionsweise des Elderstabs bis zu dem Punkt, an dem er sich sicher war. Er brauchte Grigorowitsch gar nicht zu töten, um ihn zu erhalten. Im Gegensatz dazu war Voldemort nicht in der Lage, dies zu tun, selbst als Harry es ihm erklärt hatte. Sogar bei seiner Begegnung mit Voldemort, er lachte ihm direkt ins Gesicht, weil er wusste, dass Voldemort nicht erfolgreich sein würde. Er wusste, dass der dunkle Lord die Magie nicht als Ganzes sah. Er sezierte die Magie einfach nur und nutzte die Teile, die ihm nützen würden, während er andere wichtige Aspekte außer Acht ließ. Er sah sie als eine mächtige Waffe, ein Mittel, um sein egoistisches Ziel zu erreichen. Wir können sehen, dass selbst Grindelwald sich dessen bewusst war, als er seine letzten Worte sprach. Dann töte mich, Voldemort. Ich begrüße den Tod, aber mein Tod wird dir nicht bringen, was du suchst. Es gibt noch so viel, was du nicht verstanden hast. Selbst nach 50 Jahren Gefangenschaft in Normungard hatte er seine Fähigkeiten, Menschen zu lesen und zu kontrollieren, nicht verloren. Er hatte aus seinen Fehlern gelernt. Er empfand Reue für seine Taten und obwohl Normungard sehr sicher war, hat ein Teil von mir irgendwie das Gefühl, dass er, wenn er sich wirklich weiterentwickelt hätte, es irgendwie geschafft hätte, zu entkommen. Irgendwas an dem letzten Duell mit Albus Dumbledore im Jahr 1945 hat ihn verändert und ich hoffe wirklich sehr, dass sie diese Szene in ein paar Jahren sehr clean auf die Leinwand bringen. Ich denke auch, dass es unfair ist, dieses Duell mit dem Duell im Zaubereiministerium von Dumbledore und Voldemort zu vergleichen. Voldemort hatte seine volle Kraft wiedererlangt und Dumbledore war über 115 Jahre alt. Nimm Tom Riddles Horcrux weg und es ist eine ganz andere Geschichte. Die Zuversicht des Dunklen Lords kam von seiner Unsterblichkeit und ich mache ihm wirklich keinen Vorwurf, aber ohne sie, wie ich schon sagte, hatte er definitiv Angst. Horcruxe sind für Voldemort das, was die Heiligtümer des Todes für Grindelwald waren, nachdem er von den Heiligtümern erfahren hatte. Er entwickelte einen obsessiven Wunsch, sie zu besitzen, besonders den Elderstab. In dem Glauben, die Heiligtümer würden das Zauberreich heilen und erobern und er würde der Herr des Todes werden, erlitt er, was viele Schurken erlitten. Er ließ sich von seinen Schwächen verzehren, die ihn kontrollierten und ihm viel Leid zufügten, ihn aber in gewisser Weise auch noch viel gefährlicher machten. Er würde alles tun, um seine Ziele zu erreichen.
Jede Aufopferung diente dem Wohl der Allgemeinheit, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Er wollte ein Anführer sein, der harte Entscheidungen traf, wenn er musste, während Voldemort nur zum Spaß Menschen tötete. Voldemort hat die Blutlinie seiner Familie ausgelöscht und sie aus der Geschichte getilgt. Er hatte Freude daran, Menschen zu verletzen und einfach so zum Spaß zu foltern. Grindelwald hingegen wollte keine magischen Menschen verletzen. Er wollte nicht, dass irgendjemand unnötig stirbt. Er sorgte sich aufrichtig. Er wollte, dass die Menschen sich ihm aus freiem Willen anschließen, nicht aus Angst. Das machte ihn nicht schwächer als Voldemort. Ich denke, es macht seinen Charakter eher stärker, weil seine Anhänger wirklich an das glaubten, was er zu tun versuchte. Sie respektierten ihn. Also ich möchte Grindelwald jetzt auch nicht gut reden, denn er war sehr konsequent und eine Sache konnte er gar nicht ausstehen, Illoyalität. Wir haben aus erster Hand im Film Grindelwalds Verbrechen gesehen, was Verrat bedeutet. Man wird in tödlichen blauen Flammen verbrannt. Meiner Meinung nach war er viel weiser als der Dunkle Lord. Sein magisches Wissen hat ihn sicherlich auch auf den Weg der Horcruxe gebracht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Grindelwald als Figur nicht wusste, was sie sind, wenn man sein umfangreiches magisches Wissen bedenkt. Aber er hätte nie selbst einen erschaffen. Selbst wenn er die Unsterblichkeit hätte erlangen können, war das nicht sein Ziel. Das war es nie. Es handelte sich um einen gefährlichen Zweig der Unsterblichkeitsmagie, sodass das Ende von großer Ungewissheit umgeben zu sein scheint, da es im Grunde keine Möglichkeit gibt, die genauen Folgen zu kennen, sollte ein Zauber schiefgehen. Selbst wenn es nicht schief geht, gibt es keine Information darüber, was passiert, wenn man getötet wird. Was passiert mit dem Körper? Wie ist der Zustand seiner Existenz? Das ist ein Risiko, das Grindelwald nicht zu gehen bereit war. Grindelwald war nicht bereit, unterzugehen, während Voldemort auf der anderen Seite aufgeblasen und melodramatisch genug war, um zu glauben, dass die Erschaffung von 7 Horcruxen ihn noch mächtiger machen würde, was reine Spekulation war. Er war auch arrogant genug, sie an symbolischen Orten zu platzieren, anstatt sie irgendwo zu verstecken, wo sie niemand finden konnte. Er hätte sie zum Beispiel tief unter der Erde oder auf dem Meeresgrund vergraben können, oder an einem Ort, an den niemand herankommt, und ich glaube, dass sie dort für immer geruht hätten und er für immer unsterblich gewesen wäre. Ich denke, ich habe bis jetzt sehr gute Argumente geliefert, warum Gellert Grindelwald insgesamt mächtiger war als Lord Voldemort. Aber wenn es tatsächlich zu einem Kampf zwischen den beiden kommen würde, wer würde da gewinnen? Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das bisschen schwieriger zu beantworten. Es ist viel schwieriger herauszufinden, wer der bessere Duellant war, da beide Zauberer Vor- und Nachteile hatten, die nichts mit ihren Stärken zu tun hatten. Grindelwald hatte den Elderstab, Voldemort hatte Horcruxe. Grindelwald konnte wegen des Blutpaktes nicht gegen Dumbledore kämpfen. Voldemort konnte von Dumbledore nicht getötet werden, weil er mit der Prophezeiung in Konflikt geriet. Grindelwald ist ein sehr guter Duellant und es ist fast so, als würde er ein Ritual der Zaubersprüche durchführen, wenn er zaubert. Er benutzt seinen Zauberstab wunderschön und schnell, als ob er damit zeigen will, wie erstaunlich das Wunder der Magie wirklich ist. Voldemort benutzt hingegen fast ausschließlich den Tötungsfluch. Nun, ich sage fast, er ist ein erfahrener Duellant und hat einige wirklich verheerende Zaubersprüche in seinem Arsenal. Es wäre interessant, ein richtiges Duell zwischen den beiden mit voller Kraft zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass Voldemorts Arroganz seine Aggressivität entfesseln würde, aber Grindelwald ist so meisterhaft im Umgang mit dem Elderstab, dass ich glaube, er würde ihn übertreffen. Beide Zauberer sind außerdem äußerst begabt im Umgang mit zauberstabloser Magie, was ein Duell noch viel interessanter machen würde. Ich glaube, es ist sehr albern zu denken, dass Voldemort nicht verlieren kann, wenn er nicht getötet werden kann, weil er immer noch körperlos werden kann, wie wir bereits gesehen haben, was mehr oder weniger bedeutet, dass er besiegt ist. Wie auch immer, der Hauptpunkt, auf dem ich mit diesem Video hinaus wollte, ist, dass der stärkere Zauber nicht immer der mächtigere ist. Ich glaube, Grindelwald hat die Magie als Ganzes verstanden. Er war weiser und hat das Gesamtbild gesehen, während Voldemort einfach nicht so offen für verschiedene Aspekte der Magie war. Das hat ihn meiner Meinung nach nicht mächtiger als Grindelwald gemacht. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.